Damit willkommen zu einer weiteren Folge Direwolf 2117. Yay! So, heute werden wir unser ME-System endlich machen können, denn wir haben unsere Pure Crystals. So, jetzt muss ich einmal gucken, ob ich das für einen ME-Controller reingetan. Gut, auf jeden Fall. Deswegen tun wir unseres Cobblestone jetzt komprimieren. Da brauchen wir vierfach komprimierte und vier dreifach und Block of Diamond, da können wir uns nämlich ein Bedrockium Drum machen und da passen 65.000 mit einmal rein. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zum Controller. Komm. So, ne, gehen wir gleich bei Applied E rein. Applied E. So, kurz aus. Da raus. Controller, wo ist er? Den haben wir schon. Finden wir mal den ME-Controller. Energy Cell Interface. Gehen wir es nochmal so ein. Control. So, Big Reactor, Big Reactor. Nuclear Control, nein. Das ist das ME-Controller. Und dafür brauchen wir ja unseren Skystone. Und die. Die haben wir, glaube ich, schon gemacht. Muss ich jetzt mal hier reingucken. Da ist nichts drin. Auch nicht. Auch nicht. Pulverizer umkonfigurieren. Und da tun wir noch ein bisschen Cobblestone. Dass wir es ankriegen. Müsste eigentlich dann geben, ja. Dass man dann durch das Segment um Silikon ranzukommen. Und wir brauchten Diamanten. Diamanten. Ah, die hab ich glaube doch. Nee. Hier hab ich sie doch. Diamanten. Aber im Silikon haben wir auch noch ein bisschen. Redstone haben wir auch am Mann. So, wir brauchten das. Was braucht man jetzt noch für einen Controller? Solche und dann. Ah, okay. So. Ein Diamant. Ah, ne, ist falscher. Wir brauchten das hier. Ja. Jetzt ein Diamant rein. Jawohl. Wir brauchten ja plus eins davon. Das ist noch ein bisschen buggy. Da sieht man nichts. So, ein Silikon. Dann müssen wir das raus. Hätten wir. So. Dum, 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 dum. So. Jetzt müssen wir das reintappen, das und das. Na komm, na komm. Gleich haben wir unseren ME-Controller. Yay, und dann können wir uns endlich unsere Teile machen. So. Gucken, Skystone, hab ich das hier mit rein? Skystone Block. Kurz nochmal irren. Das nicht. Skystone Block, gut. Nicht, dass wir jetzt den falschen nehmen. Jetzt, ich mach's eh wieder bestimmt falsch rum. Den auf jeden Fall in der Mitte und dann waren's die. Ah! ME-System, wir kommen. So. Und da das ja an unserem Stromnetz hier hängt, ist das auf jeden Fall gut, zwar das gut gepowert, aber wir müssen dann bestimmt bald aufwerten und noch entweder noch zwei oder gleich so einen richtig großen. Müssen wir gucken. So, und jetzt brauchen wir die. Jetzt müssen wir bei Applied reingucken. Richtig schreiben. So, wir brauchen. Wo sind sie? Wo haben sie sich versteckt? Da. Wir machen keine 1K-1000er, wir machen kleine 4000er. Da brauchen wir nochmal so ein. Und dann brauchen wir goldene. Gold haben wir, glaube ich, hier. Ja, haben wir ein bisschen. Da tun wir jetzt erstmal hier ein bisschen von denen durchbraten. So, wir brauchen 3 goldene. So.
glaube ich, mit denen. Ne, jetzt. Hä? Wie? Wo? Was? Da ist Water. Da. Und jetzt tun wir's mal. 4000er, bitte. Okay. Da brauchen wir den. Das ist ja das gleiche, nicht das gleiche. Logic Press. Calculation Press. Und wir brauchen jetzt aber die Logic Presse. So. Logik, ja. Logik, Logik. Ja. So. Da brauchen wir jetzt Dreier. Dass wir unsere 4000er Zelle schon mal machen können. So. Dann brauchten wir ja noch Silikon. Raus mit dir. Hier hin. Drei Silikon. Ne, machen wir, brauchen wir F4er. Ja, 4er auf jeden Fall. Und dann müssen wir ja noch so ein Diamantteil machen. Ein Diamantteil, ein Diamantchip. Da brauchen wir aber doch den hier. So. Zack. So, dann das. Wo sind da? Zack. Und ein Redstone. 1, 2, 3. Flup, flup, flup. So, na, können wir dann endlich mit unserem ME-Terminal arbeiten. Oh, Freude! Yay! Nicht mehr hier alles per Hand craften. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall dann noch solche hier machen. Encoder-Pattern, also die rohen davon, dass wir RIP unser System auch was beibringen können. Na? So, das war jetzt zu weit. So, hier haben wir sie. Eine 4000. Dafür brauchen wir ja die und dann die. Und dann brauchen wir. Okay, wir haben natürlich gerade kein Damerzartes Quarz. Wie war es? 4 Redstone in die. Hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jawohl, so, da haben wir auf jeden Fall schon mal die. Jetzt brauchten wir noch die. So. Eigentlich nicht, jetzt bräuchten wir bloß nur noch unseren Quarz. Ne, erstmal das hier. Dafür brauchen wir auch Quarzglas. Quarzglas ging mit Quarzdust und normales Glas. Haben wir noch Quarzdust da? Oder sieht nicht so aus. Oder jetzt müssen wir rechnen. 5er sind 10er. So, Pulverizer. Na, da ist noch Kies drin. Und da haben wir Sand. Gut, das können wir dann später machen. Aber jetzt brauchen wir erstmal kurz ein bisschen Dust. Dusten wir mal eine Runde. So, Redstone raus. 1, 2, 1, 2. So. Dann haben wir 8 Nether Quartz. So. Dann. Nimmst du da nicht an. So. So, so, so. So, und dann wird auch Redstone, wenn ich mich jetzt nicht ganz so gut täusche. Natürlich täusche ich mich. Das haut hin. Das müsste eigentlich auch hinhauen. Hä? Okay, das ist bestimmt der falsche Prozessor. Und printet, so. Ah! Gucken. Gut. So, da. Muss bestimmt. Ah, wir haben doch ja. Oh.
Wunderbar. Na Gott sei Dank haben wir die auch gleich noch ein bisschen mit gebraten. So. Huh. So. Mit den Inscript Calculation Press. Gut. Calculation, Calculation. Da und zack. Dann brauchen wir da noch so eine Silikon. Raus. Und da haben wir doch dann gleich unser eine 4000er Storage Zahl. So, das rein und das rein. Es arbeitet. Jetzt müsste es aber gehen. Also wenn es jetzt immer noch nicht geht, gibt es hier Mord und Totschlag. Nee, doch nicht. Oder muss man das wieder einzeln rein hier? Ja gut, man hätte es vielleicht mal rausnehmen sollten. Ich hab's in der Hand. So, zack, zack, zack. Dann Quarzglas. Und jetzt wieder Redstone. Und da haben wir unser 4000er Storage Cell. Yay! Yeah. Geht auch nicht so. Müssen wir den alles dann per Hand beibringen. Aber ich weiß glaube, warum es nicht ging. Uns fehlt da gerade Eisen. Ja, aber Eisen haben wir glaube hier in der Kiste. Eisen. Eisen. Dann hätte es vielleicht auch geklappt mit dem Reintappen alles. Ha, eine 4000er Zelle. Better than chess. Yes, natürlich. So. Und das sieht. Ah, ist nicht so eine hintere Animation mit dran. Gut. Dann können wir jetzt auch mal hier die raus. Du machst mal hier alles wieder. Ja, gut, die Diamanten können wir gleich mit hoch. Ne, lassen wir hier unten. Brauchen wir ja immer mal wieder, dass wir noch ein paar Storage Cells machen. So, das rein. Das. 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 Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aussortieren. Erde raus, Cobblestone raus. Das rein. Brauchen wir jetzt hier noch was? Ja, das Gold. Haben wir da einen guten Stack? Kupfer. Kommen wir raus. Tu mal Eisen mit rein. Gut. Ah, wir haben noch zwei Pressen in der Hand. Was nehmen wir raus? Was nehmen wir raus? Glowstone. So, da können wir jetzt nämlich hier schon mal ein bisschen aufräumen. Können wir nämlich die ganzen Ingots mal oben in unser ME-System reinballern. Und es ist draußen Nacht. Wer hat's gedacht? So, und es geht wunderbar. So. Und da können wir jetzt schön hier drauf zugreifen. Das ist wunderbar. So, Glowstone noch rein. Was tun wir jetzt noch alles rein? Die hier, die könnten wir eigentlich alles hier mal gucken. Haben wir genug schon? Untere Chest. Die können wir auf jeden Fall reintun. Und die müssen wir ja eh hier uns einschmelzen. Also das war Iron Nugget. Gucken wir mal. Iron. Rein. Iron, Iron, Iron. Aluminium. Aluminium. Iron. Gut, jetzt machen wir unsere Essence Berries rein. Ah. Ah ja, müssen wir raus. So, tappen wir, und da bräuchten wir jetzt eigentlich noch einen Hopper. Die wir dann da dran verbinden. Hier oben noch eine Chest drauf. Ah. Brauchen wir Holz. Holz haben wir. Dann haben wir noch eine Truhe. Ne, komischerweise nicht. Die haben wir schon alle aufgebaut. Und noch mehr. So eine Bäre. So ein Riesenteil. Ja, wer es glaubt, wird selig. Drei Ingots. Okay, das waren neun. Da müssen wir zwei rausnehmen. Da haben wir fünf Ingots drin. So, und das können wir dann alles hier mit drinnen verbinden. Komm, tun wir jetzt hier rein. So. Ist das kein Crafting Terminal? Ne, ist bloß ein ME Terminal. Gut, das müssen wir dann schon mal auf ein Crafting umbauen. Mal gucken. ME Terminal, wir bräuchten ein Crafting Terminal. Game Pattern Terminal brauchen wir später. Interface Terminal, Crafting Terminal. Dafür brauchen wir einen, den hier.
Und da hatten wir ja Gott sei Dank noch welche. Drei Stück. Handy, du bleibst mal bitte an. Ich möchte gerne die Zeit sehen. Haben zwar nur noch für knapp 5 Minuten, aber das ist uns wert, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Ah, unser ME-Controller, wunderbar. So, davon brauchen wir eine. Dann ein Silikon. Silikon ist da. Ein Redstone. Dann brauchen wir ja die Calculation. Dann brauchen wir die und die. So, pressen wir erstmal fix das und das. Und dann können wir uns nämlich einen kleinen Crafting Terminal draus machen. So, das, das. Na komm, wunderbar. Raus, rein, rein, Redstone. So, und jetzt brauchen wir bloß noch eine Werkbank, die ist ja ganz schwer herzustellen. Nochmal gucken. Calculation Prozessor, Crafting Terminal. Ein ME-Terminal. Wunderbar. Also können wir jetzt die Sachen bitte hier unten rein, bitte. Das, das. So, und da werden wir uns bestimmt in der nächsten Folge noch ein paar Zellen mehr machen. Aber jetzt machen wir uns erstmal unserem E-Terminal ab und machen uns ein Crafting-Terminal. So. Okay, das sieht na gut. Greifen wir halt den dran, dann können wir hier schön wunderbar Kabel. Ne, Kabel, wir tun es noch nicht mit Cobblestone zuballern. Kabel kommt hier rein. Schöne Katze draußen. Ist aber jetzt egal. Ich sage jetzt mal hier schon Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Lasst einen Kommentar da. Und danke an den einen Kommentar von den einen. Von Nico, wenn ich mich jetzt ganz so täusche. Weil jetzt können wir nämlich auch als Wisp gut durch die Türen durch. Ich hätte zwar Eisentüren nehmen können. Mache ich auch noch, keine Angst. Aber ich habe jetzt hier vorne auch noch ein paar Patterns schön gemacht. Druckplatten. Und da können wir jetzt ohne Probleme rein und raus. Nein, Hexe, du kriegst mich nicht. Wunderbar. Und dann sage ich mal, tschüssi. Verdammt. Respawn. Ja, schön, ist ja schön, dass ihr in meinem Haus drin seid. Gut, ich muss ja mal warten, bis es hier da ist und dann. Nee, jetzt mach schon mal hier weiter. Raus hier! Katze, Hexe, kommt raus. Ja. Ich muss unbedingt die Druckplatten doch wieder durch den Hebel ersetzen oder so. Das gucke ich mal nochmal später an. So, aber jetzt trotzdem. Tschüss.